Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen, dass ihr euch wieder auf meinem Kanal verirrt habt. Was geht bei euch? Ja, erzähl doch mal. So, meine lieben Freunde, es gibt heute mal die allererste... Nee, das ist nicht die allererste, stimmt nicht. Ich hatte ja schon eine Folge rausgehauen. Die zweite Folge, Rap Talk oder wie ihr es auch nennen wollt, Rap-Ortagen oder News, keine Ahnung. Nennt es, wie ihr wollt. Unser heutiges Thema, Freunde, dreht sich um den YouTuber Bodyformers oder Bodyformus oder keine Ahnung, Apfelmus oder je nachdem, wie ihr es euch zusammenbasteln wollt. Es ist ein YouTuber, der eigentlich jetzt im Prinzip nur jetzt Videos gedreht hat, die sich im Bereich, ja, so Prototypen haben ihn, glaube ich, berühmt gemacht oder so kurze Sketch-Videos machen heutzutage immer noch krass berühmt. Er hat mittlerweile eine wirklich sehr, sehr stabile Fanbase aufgebaut auf Instagram sowie auch auf YouTube und es ist wirklich beachtlich. Ich glaube, von dem Typen kann man auf jeden Fall vieles lernen, was sich im Bereich Zeitmanagement, Disziplin und Motivation und was weiß ich, Freunde, der hat es einfach gerissen, der hat einfach gerockt in den letzten 2-3 Jahren, der hat einfach durchgezogen und der ist jetzt an eine Spitze angelangt, wo er sich wirklich... Ja, mal eine kleine experimentelle oder eine Experimentsphase gönnen kann. Der Kollege war vor vielen, 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 vielen Jahren, ich weiß es, vor vielen Jahren war er schon Rapper, hat, glaube ich, auch ein bisschen gerappt, hat aber wahrscheinlich gemerkt, dass er keine Reichweite hat. So ist es leider. Jeder versucht heutzutage Rapper zu werden. Es ist nicht einfach, Freunde. Es sind zwar viele Fische da und man kann mitschwimmen, das ist richtig, aber ohne die richtige Reichweite auf YouTube oder sonstiges wird das nichts, ja. Deswegen kann ich wirklich nur an jeden, der da draußen ist, der Rapper werden will, mach dir erstmal eine schöne Reichweite, bau dir erstmal eine richtig schöne Burg auf. Ihr wisst ja, mit viel Reichweite könnt ihr sehr viele Leute erreichen, ihr könnt die positiv beeinflussen, ihr könnt die Menschen eine andere Denkweise geben und das ist wirklich was richtig, richtig, richtig Geiles. Deswegen, durch Reichweite kannst du wirklich alles schaffen. Du kannst sogar, keine Ahnung was, irgendwelche Häuser bauen, wo da ganz viele Leute, Flüchtlinge wohnen können und die da einfach leben können. Da hast du schon was richtig, richtig Gutes getan für die Menschheit und ja, das ist auch, glaube ich, Ziel von uns allen, Freunde, wenn wir ein bisschen mit unserem Geld, was wir dann verdienen, auch ein bisschen was Sinnvolles machen können. Nicht nur mal irgendwelche dicken Autos kaufen oder irgendwelche Klamotten oder so. Das sind materielle Güter, Freunde, und mit denen könnt ihr nicht glücklich werden. Ja. Scheißegal, wir gehen jetzt nicht in diese Schiene. Ich übertreibe mal mit diesen Redereien, Mann. Ich muss mir das langsam angewöhnen, nicht so viel zu reden. Kommen wir lieber zurück zu Bodyformers, Freunde. Der hat jetzt ein Bild rausgehauen mit der lieben Shirin David, die auch YouTuberin war, komischerweise. Und sich ein paar Jahre natürlich etwas aufgebaut hat. Ist ja auch nicht verkehrt. Und von daher passte sich das auch gut, dass sie sich erstmal was aufbaut und dann irgendwann anfängt mit dem Gesang. Und ja, wie gesagt, wir schweifen zu viel aus. Das Lied, wie gesagt, nennt sich Trippi Trappi, Freunde. Auf diesem Bild ist was zu erkennen, was man auf Instagram sehen kann hier. Da ist Bodyformers rechts und links ist die Shirin David. Überschrift ist, Erfolg ist die beste Rache. 26.04. Hashtag Trippi Trappi at Shirin David. Also das deutet für mich darauf hin, dass es sich um ein Feature der beiden handeln könnte, Freunde. Das ist natürlich nur Spekulation, ne? Das wollen wir auf jeden Fall erstmal im Raum stehen lassen. Auf jeden Fall, Bodyformers kommt mit einem richtig geilen Track raus, Freunde. Ich glaube, der hat einen Teaser rausgehauen. Wir können das natürlich nicht komplett jetzt öffnen, sonst. Aber ihr könnt euch das gerne reinziehen. Auf Instagram könnt ihr euch das gerne anschauen, anhören. Ja, Freunde, das war es eigentlich schon. Der wird auf jeden Fall definitiv durch die Decke gehen, der Song, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Bodyformers rockt das Ding, Bodyformers ist ein wirklich sehr lustiger YouTuber, ich mag den und würde jetzt auch an dieser Stelle gar nichts Schlechtes über den sagen. Der hat wirklich was erreicht, der hat was geschaffen. Geil, der hat, ich sehe gerade auf Instagram 1 Million Follower, Freunde, ja, das sollte mal jetzt mal jemand geschafft haben. Mashallah, Bodyformers, mach nochmal, ja. Ja, Freunde, das war's mit dem Video. Ich danke euch, dass ihr gerade am Start wart, euch das reingezogen habt. Und es werden definitiv noch sehr, sehr viele Rap-Talk-Folgen geben von mir. Ich habe auch ein neues Format wieder geplant. Ja, immer mit diesen neuen Formaten, Freunde. Da kommt auf jeden Fall noch was auf euch zu. Ich habe es noch gar nicht richtig gedreht und noch gar nicht richtig geplant. Aber da kommt ein richtig geiles, interessantes, auch Real-Talk, motivationsmäßiges Format raus. Ja, ich würde sagen, Peace and out.
Oh.